Liebe Geschwister, Leute des Iman, Allah Ta'ala spricht die Leute des Iman mit einer besonderen Aufforderung an. Ja, ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasuli. O Leute des Iman, o ihr Gläubigen, glaubt an Allah und an seinen Gesandten. Habt Iman an Allah und seinen Gesandten. Eine irritierende Aufforderung. Allah Ta'ala sagt auch im Koran, in Surat Al-Hadid, Ja, ayyuhalladhina amanu, taqullaha wa aminu bi rasulih, yu'tikum kiflaini min rahmatih. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. O ihr Gläubigen, o Leute des Iman, Leute der Überzeugung, seid überzeugt von Allah und seinem Gesandten, dann wird er euch einen doppelten Anteil seiner Barmherzigkeit geben und er wird euch ein Licht spenden, ein Licht schenken, durch das ihr wandeln könnt. Und er wird euch vergeben, denn Allah Ta'ala ist vergebend und barmherzig. Wieder dieselbe Aufforderung. Nachdem Allah Ta'ala festgestellt hat, wen er adressiert, an wen er sich richtet, nämlich die Leute des Iman, die Leute, die überzeugt sind, fordert er sie auf, Iman zu haben, überzeugt zu sein. Darin liegt eine kleine Irritation und das ist gewollt, denn wir sollen darüber nachdenken, was ist damit gemeint. Und vorher schon, wenn wir 17 Mal am Tag, so wie es zu sein hat, außer man ist auf Reisen und man kürzt die Gebetseinheiten, hat man Allah Ta'ala mindestens darum zu bitten, um den geraden Weg. Ihdinas siratal mustaqim. Ja, führe uns den geraden Weg. Das sagt man wann? Das sagt man, subhanallah, im Gebet. Während man auf dem geraden Weg ist. Während man keine Sünde begeht. Ja? Außer Vernachlässigung in der Konzentration beispielsweise. Aber an und für sich ist man im Gebet. Subhanallah. Besondere Aufforderungen. Wir hätten sie nicht nötig, wenn Allah Ta'ala sie uns nicht mitgeben würde. Aber wie sollen wir diese verstehen? Die Antwort oder ein Teil der Antwort, liebe Geschwister, ist in der Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam in einem authentischen Hadith, unter anderem bei Al-Haythami aufgeführt. Jaddidu imanakum. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, Jaddidu imanakum. Erneuert euren Iman. Erneuert euren Iman. Ja, das Wort Jadid ist in der arabischen Sprache weit verbreitet, ja? Und Muslime und die arabischen Christen verwenden dieses Wort und es ist ein sehr in der Wirtschaft verwendetes Wort, stark verwendetes Wort in der Wirtschaft. Ja, Jadid, neu. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Jadidu imanakum, erneuert euren Iman, eine authentische Überlieferung. Warum den Iman erneuern? Womit hängt das zusammen? Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, der von Imam As-Suyuti auch als authentisch befunden wurde, auch von Al-Haythami überliefert ist, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Wahrlich, der Iman, er trägt sich aus. Euer Iman, er trägt sich in euch aus, so wie sich das Gewand austrägt. Das kennen wir, wenn wir, ja, wir haben vielleicht eine Lieblingshose und über die Monate, vielleicht sogar Jahre, die Farbe verblasst und der Stoff ist nicht mehr derselbe. Yakhlaqu, ja, der Stoff, er trägt sich aus. Und dieses Gleichnis gab der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in Bezug auf den Iman. Der Iman, er wird in einem alt, er wird ausgetragen und er bedarf einer Erneuerung. Und deswegen sagte er, sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Ein weiterer Grund, liebe Geschwister,
Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, auch in einem Hadith authentisch von Imam As-Suyuti befunden, مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَا. Das Gleichnis des Herzens ist das einer Feder, welches vom Wind in einem leeren Land umhergewirbelt wird. Die Vogelfeder vom Wind, ja, umhergewirbelt in einem leeren Land. Das Herz bewegt sich also sehr viel. Und der Prophet sagte auch in einer weiteren Überlieferung, die auch authentisch ist, dass das Herz Al-Qalb seinen Namen bekommen hat von At-Taqallub, vom sich drehen und wenden, vom sich drehen und wenden. Weil also unser Herz, Liebe, weil der Iman in unseren Herzen alt wird, ausgetragen wird, weil das Herz ständig in Bewegung ist, ständig am sich drehen und wenden, ja, von vielen Einflüssen auch geprägt ist. Deswegen, liebe Geschwister, bedürfen wir einer ständigen Iman-Erneuerung. Und liebe Geschwister, weil Allah Ta'ala im Koran über das Verschmutzen der Herzen auch gesprochen hat. Ein Verschmutzen, was verschiedene Stufen annehmen kann. Allah Ta'ala sagt beispielsweise im Koran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Aber nein, auf ihre Herzen ist Schmutz gekommen. Auf ihre Herzen ist Schmutz gekommen. Wodurch? Durch ihre Taten. Das, was sie zu erwerben pflegten, hat Schmutz auf ihre Herzen gelegt. Eine Überlieferung, die eventuell umstritten ist, besagt, dass der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Herzen rosten werden, so wie Eisen bedingt durch Wasser rostet. Und dass man die Herzen reinigen möge durch häufiges Koranlesen und dem Gedenken an den Tod. Also unsere Herzen werden schmutzig, unsere Herzen sind am sich drehen, am sich wenden. Unser Iman in uns, liebe Geschwister, er wird ausgetragen. Deswegen, liebe Geschwister, bedürfen wir einer Iman-Erfrischung, einer Iman-Erneuerung. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er detaillierte noch, wie dieser Schmutz auf die Herzen gelangt. Er sagte, in einer Überlieferung von Imam al-Dhahabi festgehalten und von Ahmed Shakir auch noch nachträglich als authentisch befunden, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَى فِي قَلْبِ. Ja, das heißt, jede Sünde, die wir begehen, hinterlässt einen schwarzen Punkt auf unserem Herzen. Und das Herz, wie gesagt, ständig in Bewegung, ständig umher gewirbelt, bedarf also einer Erneuerung, einer Reinigung. Wie können wir wissen, liebe Geschwister, wie es um unser Herz bestellt ist? Da gibt es ein Diagnose-Instrument. Das kann man erheben, da gibt es ein Messinstrument dafür. Allah Ta'ala sagt im Koran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Wahrlich, die Mu'minun sind bei Allah ausschließlich diejenigen. Also Mu'minun sind ausschließlich diejenigen, die, wenn Allah genannt wird, ihre Herzen erbeben. Ihre Herzen erbeben. Und wenn seine Zeichen verlesen werden, der Iman steigt und sie vertrauen auf Allah. Wenden wir mal diesen Vers auf uns an. Wenn Allah genannt wird, wenn es um Allah geht, regt sich unser Herz, erbebt unser Herz? Können wir überhaupt verstehen, was das bedeutet? Ich gebe euch ein Gleichnis, liebe Geschwister. Achtet auf eure Kinder, auf eure kleinen Kinder. Wenn ihr ihnen von etwas Tollem erzählt, ja, sie bekommen ein Geschenk, ja, man geht Pizza essen, sie bekommen Süßigkeiten, Schokolade, Kuchen, ja, ihr seht, wie ihr Herz springt und erbebt und sich regt, ja, die Kinder können sich nicht halten, ja, sie rennen und sie schreien und sie freuen sich und sie umarmen einen spontan, ja,
Und Danke steht auf ihrem Gesicht geschrieben. Und warum? Weil sie etwas gehört haben, was ihr Herz bewegt. Aber wenn wir Allah Ta'ala, über Allah Ta'ala sprechen oder von ihm hören, bewegt sich so unser Herz, liebe Geschwister? Wenn nicht, dann ist das ein Zeichen dafür, ein Messinstrument dafür, dass unser Iman eine Erfrischung, eine Erneuerung braucht, dringend. Ja, es braucht ständig eine Erfrischung, eine Wiederaufnahme, eine Verbesserung. Aber das ist dann, liebe Geschwister, ein Zeichen dafür, dass man im Herzen ernsthaft etwas nicht stimmt. Und dass, wenn seine Zeichen verlesen werden, ja, wenn wir vom Koran hören oder wenn wir auch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und von seiner Biografie hören, aber es regt sich nichts in unserem Iman, unser Iman steigt nicht, dann steht es schlecht um unser Herz, liebe Geschwister. Dann bedürfen wir einer Iman-Erfrischung, einer Iman-Erneuerung. Was können wir also tun, liebe Geschwister, um unser Herz mit mehr Iman zu füllen, durch Allah Ta'alas Gnade, unser Herz zu reinigen, unser Herz zu erfrischen? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, die Tatsache ausführen, dass jede Sünde einen schwarzen Punkt auf dem Herzen hinterlässt. فَإِنْ تَابَ مِنْهَا سُقِلَ قَلْبُهُ. Wenn man von der Sünde, wenn man die Sünde bereut, dann wird das Herz poliert. Ja, eine andere Wortbedeutung von Suqila ist auch geschliffen. Ja, und da wird auch die Bedeutung transportiert, dass das nicht nur ein, ja, nicht nur so ein Edding-Punkt ist, den man einfach mal so wegwischen kann, sondern eventuell muss man schleifen. Ja, wie man Rost auch wegschleifen müsste, je nach Härte der Sünde, liebe Geschwister. Das heißt, die Reue ist ein Weg, wie wir unser Herz reinigen und erfrischen können. Das Gedenken an den Tod haben wir angesprochen, die Koranlesung haben wir angesprochen und das möchte ich noch etwas ausführen durch Worte Ibn Qayyims, rahimahullah, der sagte, dass man den Koran auf verschiedene Weisen vernachlässigen kann. Den Koran auf verschiedene Weisen vernachlässigen kann. A, dass man ihn nicht liest. Aber selbst wenn man ihn liest, liebe Geschwister, kann man ihn noch vernachlässigen. Ibn Qayyim sagte, dass wenn man ihn liest, aber sich nicht bemüht, ihn zu verstehen, das ist auch eine Ebene der Vernachlässigung. Und selbst wenn man sich bemüht, ihn zu verstehen und ihn versteht, wenn man nicht nach dem Verstandenen handelt, ist das auch eine Form der Vernachlässigung. In Bezug darauf, dass man nach dem Lesen und Verstehen und dem eigenen Handeln auch versucht, dies weiterzugeben, so weiß ich nicht, ob er das gesagt hat oder nicht, aber inhaltlich ist es auch richtig, weil wir sollten auch das weitertragen, liebe Geschwister, was wir lernen, wie der Prophet das sagte, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, als er über die Erfrischung, die Erneuerung des Imans sprach und die Prophetengefährten fragten, Ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam, wa kayfa nujaddidu imanana? Und wie sollen wir unseren Iman erfrischen, erneuern? Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, akthiru min qawl la ilaha illallah. Sagt häufig, la ilaha illallah. Das ist die Basis, liebe Geschwister. Nicht basic, sondern das ist die Basis, dass wir ständig zur Basis zurückkehren. La ilaha illallah. Sollen wir häufig sagen und inshallah werden das auch unsere letzten Worte sein, denn der Prophet versprach, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, der wird das Paradies betreten. Viele Dinge, liebe Geschwister, die wir tun können. Und es kann passieren, dass man aufgrund dessen, dass Allah Ta'ala ihn gesegnet hat und man auch gleichzeitig etwas dafür getan hat, ja, dass man dann die Rechtleitung und die Segnungen auf sich selbst bezieht. Und das ist ein Fehler, liebe Geschwister. Ein Fehler. Und ein gefährlicher Fehler, weil man sich dann selbst das Rechtleiten zuschreibt. Aber die Rechtleitung kommt von Allah, einzig und allein von Allah Ta'ala. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug darauf, dass man den Iman zu erneuern hat und was man dafür tun kann,
Er sagte: "Fas'alu Allah Ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum." Fragt Allah, bittet ihn darum, dass er euren Iman in eurem Herzen erneuert. Das heißt, alles, was wir tun, Koran lesen und Dhikr, ja, und Gutes im Allgemeinen, in der Hoffnung, dass unser Iman Erfrischung erfährt, einen Höhenflug erfährt, eine Steigerung erfährt, dürfen wir nicht tun im Vertrauen darauf, dass das, was wir tun, uns zum Ziel bringt. Sondern wir müssen von Allah Ta'ala dieses Ergebnis erbitten. Und wie der Prophet Shu'aib sagte und Allah Ta'ala verewigte in seinem Wort: وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Und der Erfolg, mein Erfolg kommt nur von Allah. Mein Erfolg kommt nur von Allah. Erfolg, liebe Geschwister, im Koran, im Islam, Tawfiq. Von waffaqa yuwaffiqu. Etwas in Übereinstimmung bringen, ist das Ergebnis einer Tat. Und wer tut hier? Es ist Allah. Er bringt in Übereinstimmung. Wir sprechen also im Islam nicht vom Erfolg, sondern wir sprechen im Islam von der Erfolgsverleihung. Allah verleiht dir den Erfolg. Allah gibt dir den Erfolg. Und deswegen sagt auch der Prophet Shu'aib alaihi salam: وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Meine Erfolgsverleihung ist einzig, oder dass mir Erfolg verliehen wird, kommt einzig und allein von Allah. Das dürfen wir niemals vergessen. Und auf ihn vertraue ich und ihm wende ich mich reuemütig zu. Hier ist auch das Vertrauen gemeint. Das Vertrauen als Erfolgsverleihungsfaktor. Wenn wir Allah Ta'ala vertrauen, dann wird er uns Erfolg verleihen. Aber wir brauchen das richtige Verständnis vom Vertrauen. Und wir alle kennen die Begebenheit, die Imam Tirmidhi aufzeichnete und die als gesichert gilt, dass ein Mann zum Propheten kam, sallallahu alaihi wasallam, und gesagt hat: Soll ich mein Reittier anbinden und dann auf Allah Ta'ala vertrauen? Oder soll ich es so lassen und auf Allah Ta'ala vertrauen? Er war verwirrt gewesen. Er wusste nicht, was bedeutet Gott vertrauen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er antwortete: I'qilha, also binde dein Reittier an, wa tawakkal. Und dann vertraue. Und der Prophet sagte auch sallallahu alaihi wasallam: Würdet ihr wirklich auf Allah Ta'ala vertrauen, so würdet ihr versorgt werden, wie die Vögel versorgt werden. Aber wie werden die Vögel versorgt? Ja? Bleiben in ihren Nestern und warten darauf, dass die Regenwürmer reingeflogen kommen? Nein. Sondern wie der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam: Sie verlassen morgens ihr Nest und kehren gesättigt zurück. Das bedeutet Vertrauen, liebe Geschwister. Wir sollen also auch aktiv werden. Aktiv für die Reinigung unseres Herzens, für die Säuberung, für die Erfrischung und Erneuerung unseres Imans. Und Alhamdulillah, liebe Geschwister, inshallah werden wir alle den Ramadan erreichen. Der Ramadan ist ein wichtiger Monat, der, subhanallah, der Gewohnheitsbrecher ist. Alle Gewohnheiten werden durchbrochen. Die wichtigsten Gewohnheiten, die ein Mensch kennt, die allerwichtigsten, nämlich der Essensrhythmus und der Schlafrhythmus, wird durch den Ramadan unausweichlich, liebe Geschwister, gebrochen. Es gibt dann einen neuen Rhythmus. Und durch diese äußere Veränderung vermag der Mensch auch, sich anderen Veränderungen zu widmen. Man spricht im Deutschen vom sogenannten Tapetenwechsel. Ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Man spricht im Deutschen davon, dass eine Abwechslung in der Arbeit ein Urlaub ist. Ja, das sagt man. Es ist ein arbeitssüchtiges Volk, mashallah. Ja, sagt, ja, Abwechslung in der Arbeit ist wie ein Urlaub. Und der Ramadan, subhanallah, er bringt uns Abwechslung. Er bringt uns Veränderung. Er durchbricht unsere Gewohnheiten. Und so mögen wir uns im Ramadan, ja, unseren Basics widmen, liebe Geschwister, und schauen, wo wir stehen. Denn offensichtlich, wenn wir unser Leben einzeln betrachten, kann jeder selber zu seinem eigenen Ergebnis kommen. Aber Allah Ta'ala hat uns Diagnoseinstrumente gegeben, die uns dann darüber nachdenken lassen können, hinterfragen können, wie steht es eigentlich um die Qualität unserer Gebete? Wie steht es um die Qualität unseres Fastens?
Wie steht es um die Qualität unseres Aktivseins, unseres Spendens? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise zuerst fange ich damit an, Allah Ta'ala sagt beispielsweise im Koran in Bezug auf das Gebet: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Und verrichte dein Gebet, denn wahrlich, es hält dich ab von den schändlichen und abscheulichen Taten. Und wenn du merkst, du kommst aus deinen Sünden nicht raus, du verfällst immer wieder in Sünden. HG MA 1010, ja, so ein, irgendein Auto blockiert gerade, schrecklich. HG, das Auto, was mit HG hierher kommt, bitte, ja, Jazak Mahairan. Wenn unser Gebet uns nicht wegbringt von unseren Sünden, müssen wir fragen, beten wir richtig? Oder ist das für uns nur Gymnastik? Wenn wir unruhig sind in unserem Leben, ja, wenn wir keine innere Ausgeglichenheit haben, müssen wir uns genauso fragen, ja, oder müssen wir an unserem Gebet arbeiten? Weil wenn wir richtig in unserem Gebet am Arbeiten sind und vertieft sind, dann werden wir weniger Sünden begehen. Und die wir begehen, werden weniger schwerwiegend sein. Und die wir begehen, werden wir schneller wieder bereuen. Und wir werden, ja, eine lange Zeit dazwischen haben bis zur nächsten Sünde. Wenn unser Gebet, liebe Geschwister, vorankommt, wenn wir so beten an unserem Gebet, wie es zu beten ist. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ. Und mein Augentrost, ja, meine Glückseligkeit, mein innerer Frieden ist gebetsbedingt. Ist gebetsbedingt. Aber wenn wir unruhig sind, liebe Geschwister, wenn wir Zukunftsängste haben, ja, dann brauchen wir das Gebet, ja. Jetzt fällt mir gerade diese dumme Werbung ein, ja, dieses, du bist nicht du selbst, wenn du Hunger hast, ja. Und die Wahrheit ist, du bist nicht du selbst, wenn du nicht richtig an deinem Gebet arbeitest, wenn du nicht das Gebet in deinem Leben hast. Wenn wir keine Lust haben, wenn wir keinen Bock haben auf Gebet und dadurch, und dass das Gebet die Grundlage unseres Lebens ist, das ist auch ein Diagnoseinstrument. Das zeigt auch etwas. Allah Ta'ala sagt im Koran, liebe Geschwister, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Und such Hilfe durch die Geduld, die Standhaftigkeit und durch das Gebet. As-Salah. Aber das fällt denjenigen schwer, ja, und das fällt umgekehrt. Das ist für die Hochmütigen etwas Schweres. Das aber, ja, fällt nur denen leicht, die demütig sind. Das fällt nur denen leicht, die demütig sind. Das heißt, diejenigen, die keine Lust auf Gebet haben, liebe Geschwister, arbeitet an eurer Demut. Baut eure Hochmut ab. Denn Allah Ta'ala sagt, dies hält euch davon ab, ja, Geduld zu üben und durch Gebet Hilfe von Allah Ta'ala zu verlangen. Wir, Alhamdulillah, wir alle spenden. Wir versuchen auch aktiv zu sein, ja, zwischenmenschlich aktiv zu sein. Aber tun wir dies mit der richtigen Absicht? Manchmal spenden wir vielleicht, um einfach zu, ja, und zu selbst Ruhe zu geben. Ja, du hast ja was getan. Ja, du bist ja ein guter Mensch. Ja, guck, du hast gespendet. Und dann am Ende schalten wir ab und wir fühlen nicht richtig mit. Ja? Wollen uns vielleicht freikaufen. Weil das Spenden, liebe Geschwister, und das aktiv für andere Menschen sein, das hat Effekte, die der Prophet beschrieb und die der Koran festgehalten hat, sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sagt in Bezug auf die Sadaqa, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Nimm von ihrem Vermögen die Sadaqa, die Spende, und du reinigst sie damit und du läuterst sie damit. Das heißt, hier ist das Spenden, liebe Geschwister, als Mittel der Seelenreinigung.
aufgeführt. Aber wenn unsere Seele nicht reiner wird, wenn wir nicht befreit werden von der Gier und vom Geiz und vom Egoismus, von der Selbstzentriertheit, ja, und von anderen Herzensübeln, dann stimmt irgendetwas mit unserem Spenden nicht. Wir müssen es überprüfen. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hassan Hadith, also in einem guten Hadith, ja, Ibn Hajar al-Asqalani hat gesagt, das ist ein guter, ein Hassan Hadith. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in aratta talbina qalbika fa'at'im al-miskin wamsah ra's al-yatim. Wenn du möchtest, dass du ein weiches Herz bekommst, kein hartes Herz, du willst ein hartes Herz loswerden, was sollst du tun? Speise den Bedürftigen. Gut, wir haben vielleicht kein Geld. Wir haben vielleicht kein Geld zum Bedürftigen, zur bedürftigen Speisung. Ja? Oder wir haben vielleicht keine Zeit. Ja? Wie wir, Alhamdulillah, in unserer Moschee eine feste Gruppe haben, die immer ab 16 Uhr freitags Bedürftigen Essen zubereitet und sie bedient. Wir haben vielleicht keine Zeit dafür. Aber der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, und streichel über den Kopf des weisen Kindes. Auch das ist ein Mittel, wie man sein Herz wieder erweichen kann. Du hast vielleicht kein Geld zu geben. Du hast vielleicht nicht großartig Zeit. Aber du kannst Liebe spenden. Ja? Einer bedürftigen Person, die vielleicht danach verlangt. Ja? Ein Waisenkind, vernachlässigt. Ja? Braucht Aufmerksamkeit, braucht Liebe, braucht ja? Zuneigung. Und spiel mit dem Kind. Ja? Gib ihm ja, dieses Gefühl, wertvoll zu sein, gebraucht zu sein, etwas Besonderes zu sein, beachtet zu sein. Und dadurch erfährt dein Herz eine Erweichung. Aber wenn wir in unseren Herzen Härte spüren, ja, wenn wir in unseren Herzen Schmutz spüren, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht so spenden, wie Allah Ta'ala es haben möchte. Dass etwas nicht stimmt, liebe Geschwister. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله, liebe Geschwister, uns erwartet eine große Reise. Uns erwartet inshallah ein gesegneter Monat. Und für diesen gesegneten Monat, liebe Geschwister, möchte ich auf die Hajj zurückgreifen und auf eine bedeutende Lektion, die speziell für die Hajj gilt, aber eine insgesamt auch allgemeine ist. Allah Ta'ala sagt in Bezug auf die Hajj im Koran, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Gut, in Bezug auf das Erste, dass man sich halt von den Intimitäten hat, zurückzuziehen. Aber die anderen beiden Aufforderungen, liebe Geschwister, sind allgemeine Aufforderungen außerhalb der Hajj, aber im Speziellen nochmal mehr innerhalb der Hajj. لَا فُسُوق, keine Übertretungen, وَلَا جِدَال. Und keine Diskussionen. Ja, und die Gelehrten haben gesagt, hier ist mit Jidal die basislose Diskussion gemeint. Und subhanallah, es scheint einer der feststehenden Prüfungen Allah Ta'alas zu sein, dass wir gerade im Ramadan immer wieder in Diskussionskreise reingezogen werden. Immer wieder gibt es dieselben Debatten. Ja, wann fängt der Ramadan an und wann hört er auf? Und wie viele Raka'at beten wir im Tarawih-Gebet und was ist richtig und richtiger und was ist möglich und was ist nicht möglich? Ja? Dabei haben wir alle mit fundierten Auffassungen zu tun. Und noch weitere, ja, immer wieder, die immer wiederkehrenden Fragen, ja, die wir irgendwie nie richtig loswerden. Und manchmal, Alhamdulillah, werden wir eine Frage los und dann kommt aber irgendwie eine neue Frage. So ist das. Ja? Wir nehmen das an, ja, als Prüfung Allah Ta'alas. Die Frage ist, machen wir dann mit oder nicht? Und erstmal jeder, der vom islamischen Recht nicht fundiert oder nicht im islamischen Recht fundiert ist, ist automatisch für ihn eine basislose Diskussion, weil er nicht aufgrund von Überzeugung diskutieren kann, weil er nicht aufgrund von Kompetenz diskutieren kann,
Von daher meine Empfehlung, inshallah, dass sich diejenigen, die, und das ist die Mehrheit der Muslime, ja, die kein fundiertes Wissen in diesen Fragen hat, diesen Fragen aus dem Weg geht und dem sich widmet, was Konsens ist unter den Muslimen, ja, und dem, ja, wofür der Ramadan auch im Speziellen da ist, nämlich für seine Seelenreinigung, ja, und viele andere Dinge auch, ja, für die Wiederaufnahme von Beziehungen, für, ja, Versöhnung, für humanitäre Hilfe, ja, und weitere, inshallah, viele, viele gute Taten, die wir im Ramadan im Speziellen uns widmen. Liebe Geschwister, und nun in Bezug auf den Ramadan, das richtige Fasten, ja, la'allakum tattaqun, auf dass ihr gottesfürchtig seid, gottesfürchtig, gottesfürchtiger werdet. Deswegen wurde uns der Ramadan als Pflicht auferlegt. Und wir müssen im Ramadan, liebe Geschwister, ja, das ist quasi eine Nebenangelegenheit. Ja, damit fängt das Allermindeste an, dass man einfach fastet. Okay, es ist, okay, khairan, inshallah, das machen wir sowieso, alhamdulillah. Aber wozu ist der Ramadan da? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, wie Imam Bukhari dokumentierte. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sich vom Falschen im Wort und dessen Umsetzung in der Tat nichts zurückhält, von dem verlangt Allah Ta'ala auch nicht, dass er sich vom Essen und Trinken zurückhält. Das heißt, wir müssen bessere Menschen in Wort und Tat werden durch den Ramadan. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa al-sahar. Ja? So mancher Fastende hat von seinem Fasten nichts als Hunger. Und so mancher, der nachts betet, hat von seinem Nachtsbeten nichts als Schlaflosigkeit oder Wachbleiben. Und diese beiden Hadithe, liebe Geschwister, ja, beide authentisch, wie gesagt, zeigen uns auf, wie wichtig es ist, dass wir den wahren Kern, ja, dieser Ibadat auch wahrnehmen und wozu diese Ibadat auch von Allah Ta'ala verordnet worden sind. Und das sind, wie gesagt, nicht nur, ja, die äußeren Regeln, sondern die Auswirkungen auf unser Innerstes und auf unseren Charakter und damit auch automatisch die Auswirkungen auf unser Handeln und Tun. Lass uns Allah Ta'ala bitten. Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Du bist der Erfüller, der Beantwortende des Bittgebetes. Du bist der Barmherzige, Ya Latif. Du bist der Freundliche, Ya Wadud. Du bist der Liebevolle. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. O Allah, und lasse uns in ihre Fußstapfen treten und ihnen folgen. O Allah, bitte vergib uns unsere Sünden und die unserer Eltern, O Allah, Allahumma Amin, und all unsere Glaubensgeschwister, der Lebenden wie auch der Vorangegangenen, und wir werden nachkommen. O Allah, bitte reinige unsere Herzen, bitte füge unsere Herzen zu einem großen Umma-Herz zusammen. O Allah, bitte füge unsere Hände zu einem großen Umma, zu einer großen Umma-Hand zusammen. O Allah, bitte vereine uns, bitte vergib uns, bitte rechtleite uns zum geliebten Gebet, O Allah, zum sehnsüchtig erwarteten Gebet. Bitte helfe uns, O Allah, den Verführungen und Versuchungen gegenüber standhaft zu bleiben. O Allah, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns. O Allah, bitte schenke uns Eheglück. Bitte, O Allah, schenke uns rechtschaffene Nachkommen. O Allah, bitte schenke uns einen Ausgang aus unseren Notlagen. Schenke uns Heilung für unsere Krankheiten. O Allah, bitte schenke uns Erleichterungen für unsere Prüfungen. O Allah, bitte schenke uns mit Befreiung von den Fesseln, die uns von anderen auferlegt werden. O Allah, bitte schenke den Vertriebenen Heimat und den Gefangengenommenen Befreiung. O Allah, bitte schenke uns Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, auf dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah. O Allah, für alle, die hart Not leiden, bitte stehe ihnen bei und den hart geprüften Geschwistern weltweit, O Allah. Und lass unsere Bittgebete mit ihnen sein und lasse unsere Solidarität mit ihnen sein. Und bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und schenke uns Zuflucht vor allem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.